Hallöchen, meine Freunde. Huchballa, das Grenz. Zu Minecraft. Moin. Zu Minecraft Stadttheater mit Grenz. Moin. Liquid, Anne. Bin Bin ich. dran. Hallo. Hallo. Quack, quack. Hey, lass den Sachsen in Ruhe, Junge. So, ich lass hier nochmal. Überleb alles. Dass ich Sollte noch so mal die viel Karre Gemüse machen. auf Vorrat hatte. Mal Bohnen Guck mal, fressen. so sicher konnte der Sachse noch nie nach Was Hause, ist hier für eine Rüstung an Eiern? ey. Ja. Brauchst du etwa noch eine Eisenrüstung? Also Ich buddel mir gleich, ich ich buddel mir brauche gerade Eisen mal ein Plumpsklo generell. und bin gleich wieder da. Mach das. Ich brauche einfach nur Eisen. Beast. Also ich finde Krebs eine Bar neben meinem Haus nicht gut. Wieso? Die ist viel zu hell. So, ich dachte, sagt jetzt sowas wie, da dreht sich immer das Gesindel rum. Ich dachte, er sagt jetzt im Gegensatz zu seinem Haus, dann sieht sein Haus so schlecht aus, wenn man neben Krebs baut. Sand. Boah, hier ist eine ebene Fläche und das ist Bergungsschutt. alles voll mit Gegnern. Geil. Geil. Komm at me, Bro. Hey, bei mir ist halt alles naturbelassen, bio, vegan. Okay. Da hier drüben hat eine ganze Scheinwerfer aus. Hoppala. Eine ganze Scheinwerferausrüstung. Noch ein Creeper. Ich muss echt überlegen gerade, was für 8 Tore genau. Was mit Goro? Hast du überlegt, wie Goro heißt, oder wie? Ja. Wie heißt der Typ nochmal, Was hab ich denn gefunden? Clover? Was ist das denn? Das kann dir keiner erzählen. Scheiße. Ha! Entschuldigung. Unglaublich, immer dieses Fluchen. Hier schauen Ja. Kinder zu. K18. Ne, Kinder gucken nur. Kinder gucken nur, wenn wir mehr schreien würden. Ach so, Ja. stimmt. Oder Dreadlocks haben. Ein Creeper! So, ist Goro Okay, zu Hause? das muss reichen. Soll mal ordentlich was zu futtern Ach, Mann. rüberwachsen lassen, ey. Hey Goro, ich hoffe, du hast ordentlich was zum Futtern da. So. Hey, das ist was gewachsen. Naja. Strawberries! Oh nein, ich Idiot. Man darf das jetzt offiziell sagen, übrigens. Du Du Idiot. Idiot. Du Danke. Idiotin. Danke. Fremdisch. So. Ich würde jetzt gern noch irgendwas Leckeres zum Essen zaubern. Beans. Eggplants. War bei McDrive vorbei. Alter, wie viele Endermänner sind denn hier bei Goro 4? Ha. Ja, crazy. Irgendwas, was so richtig schön viel Essen bringt. Das tötet die Kühe. Mörder! Mörder. Mörder? Mörder. Das für dicke Felder hier schon, ey. Was ist denn los mit den ganzen Leuten? Vielleicht mache ich auch einfach einen kleinen Gemischtwarenladen auf. Bodenständiges. Warte, was kann, wie war das hier mit dem Schneidbrett? So, da bin Was ich ist hier? wieder. Übel. WB. Nein, ich bin nicht ins Klo gefallen. Ich war danach noch kurz in der Küche. Das hätte ich jetzt auch Ja, gesagt. wenigstens den Finger gewaschen. Aber natürlich, den einen habe ich mir gewaschen. Ich hoffe aber wirklich nur den Schön. einen. Ach so, inner bist du, verstehe. Dabei kommt er nicht mal aus dem Osten. So, ich wünsche euch schöne Träume heute. Oh. Oh, Bitte nicht übrigens. zu Hause nachmachen. Oh, nee. Gut. Randy, ich habe einen Hater angezogen, ne? Der hat meine Aussie-Witze zu ernst genommen, glaube ich. Er hat das sehr persönlich In welchem genommen. Spiel? Genau, das war zum Beispiel
bei dem Wrestling-Game, wo du und Manus sich geprügelt haben und ich gesagt habe, ja, so stelle ich mir den Osten vor. Oh, das fand er nicht witzig. Das fand er gar nicht witzig. Boah, da muss ich wieder ein Leben retten. Tja, oh. Was wäre jetzt passiert, wenn der Zombie da reingesprungen wäre, Liquid? Ja, dann hätte er mich zweimal gebissen und dann hätte er schon getötet. Ja, dann wär's auch ein Zombie. Ja, ich kann nicht mit leben. So wie ich hier durch die Gegend eier, das ist gar nicht so fern. Könnte ich das auch hier so ausbauen, so einen kleinen Balkon hier hinbauen? Aber mich wundert es viel mehr, wie das Loch hierher gekommen ist. Okay, ich habe das keine Ahnung. Was ist das? Das muss ich jetzt wissen. Clever. Das noch da rein. Das. Was kann man damit machen? Aha, so eine Blumenbinde. Was soll ich mit so einer Scheiße? Oh, eine Spinnenaugensuppe. Was soll der Scheiß? Deine Stirn binden. Bin ich Rambo? Ja, aber kannst du bitte was für einen Weltfrieden tun? Alter, was Krebs hier gebaut hat, ist ja unglaublich gut, ey. Das ist ziemlich geil. Ich finde mein Bio-Urwald selber besser. Der ist aber auch geil. Der Bio-Urwald. Wobei der von innen geiler aussieht als von außen. Jetzt habt ihr mich neugierig. Stimmt irgendwas. Warst du noch nie bei mir? Glaub nicht, da ist eine Spinne. Nice. Ich bin bei Krebs. Ich bin über dir. Also, du willst die sogar mit den Pferden-Dinger haben, oder? Ah ja, brauchst du die? Nee. Nice, danke. Zack, kommst du auch noch, wie sie stehen. Da habe ich den Stein nicht entleert. Das Feuerstern. So Liquid. Das ist ja voll das Biom hier beim Sachsen, ey. Wie geht's weiter? Wofür sind die Kisten hier? Ja, jetzt bauen wir einen Dampf. Das ist Kompost. Alles klar, setz mal 5 Schienen, dann haben wir's. Wenn du das mit der Erde verbindest, brauchst du nicht mehr zu düngen, die brauchen kein Wasser und so weiter und so fort. Halt. Ah, okay. Hast du Ressourcen dabei? Ist Eisen oder irgendwas? Ich brauche ein Schwert. Ich habe nur ein einzelnes Eisen dabei, leider. Warte mal, reicht mir das, oder? Einfach zu uns kommen, sagst du. Ich habe noch ein paar Eisen. Achso, gut, dann machen wir's ja. Okay. Erstmal bleibst du nach dem Schlag ewig drauf stehen, dann standst du bei mir 3 Sekunden in der Luft. Oder hinten ist eine Witch. Hat er nicht gesagt. Und es ist nicht Shigo. Und auch nicht Anne. Ausnahmsweise mal nicht. Wäre doch schade, wenn jemand den Lava-Eimer hier in deinem Haus entleert. Das ist eine Drohne. McFly. Ach, Grant, du warst ja hier gerade. Ich habe noch 4 Strings. Ah, okay. Ja, warte, ich komme noch mal gerade so ein. Hoppala. Nämlich gerade, so steht auch McFly nur an einer Position. Soll ich mal einen Lava-Block vor ihm platzieren? Mal gucken, ich glaube, man ist ein Gift. Festgefroren, seitdem ich dann vor den Haus im Feuer gelegt habe. Nein, tut man nicht. Kennt ihr noch den Film Miss Doubtfire? Mit Robin Williams? Ja. Ja? Ja. Er hat mich nur verwirrt angeguckt, als ich die Lava platziert habe. Da gibt es so eine Szene, wo er so bei dem Mercedes von dem neuen Freund von seiner Frau so den Mercedes-Stern vorne abbricht und sagt er so, schrecklich, wenn einem so etwas passiert. Ja. Daran erinnert mich das jetzt gerade. Haben wir die Kohle aufgesammelt, die hier lag? Ja, 3 Stück. Ja, das passt doch. Dann können wir nämlich, ich habe nämlich einen Ofen gemacht. Nice. Können wir hier unseren ganzen Sand einschmieren. Und lebt er noch? Ja, er hat sich erschrocken, glaube ich. Für Glas, weil das ist ja beim Bahnhof ist ganz so abwegig. Oh, ein wildes Grant. Moin. Danke. Springswolster, hab ich gehört. Ja, genau. Nice. Ja, ich hab dich schon geworfen. Ich weiß nur nicht, wann sie ankommen. Doch, danke. Verkaufe ich bei eBay, wenn ich sie getragen hab. Alles klar. Warte mal ganz kurz. Konnte man aus Cotton nicht auch Fäden machen? Doch. Achtung, da ist ein Creeper. Töte es, bevor es Eier legt. Ich kann... Wo denn? Warte. Ja, mach Kundran. Nein! Kundran kann das nicht. Aus dem Weg. Kann das auch nicht. Er ist tot. Er ist zu spät. Also er hat jetzt selbst das Leben genommen. Er ist zu spät. Wo bist du, Grant? Ich hab noch Cotton. Was? Ich brauch keinen Cotton. Konnte man da nicht Fäden draus machen? Doch, da kannst du Fäden draus machen. Echt? Wie denn das? 3 einfach reinlegen. Ach stimmt, warte mal, konnte man nicht aus Wolle auch Fäden machen oder nur aus Fädenwolle? Ich glaube aus Fädenwolle.
Wow, 18. Danke. Schön. So. Nicht wieder hauen. Nee. Bitte nicht wieder schlagen. Ich hab mir Mühe gegeben. Wie breit machen wir den denn? Es ist dieses hässliche Andesite weg. Andesite. Hä, verstehe ich nicht. Warte mal, Sachse, wie kommt denn der... funktioniert das mit dem Dingens? Wie heißt das nochmal hier? Kompost? Kompost. Ja, sämtliches Gelübde, was du halt verorten kannst. Ne? Gras, Wiese, Gammelfleisch, also hier Zombiefleisch. Ah, okay. Das haust du da rein. Und da wird da halt Kompost draus. Wenn du den Kompost mit einem so normalen Erdblock kombinierst, wird da Komposterde, also richtiger Kompostblock draus und der braucht kein Wasser. Guck mal, was wenn wir hier hinten noch auch noch auf die Ebene hochziehen? Dann haben wir, könnten wir den richtig schön nach hinten ziehen. Willst du den so riesig machen? Bahnhof, ne? Ja. So ein Riesenbahnhof für so ein kleines Dorf. Das macht einfach den Erdblock weg. Ja, einen hab ich jetzt. Achso, da hast du den. Ja, das war so ein bisschen, ich dachte mir, ob das als Abgrenzung vielleicht reichen könnte, so. Aber ist ein bisschen kleiner. Ne? Ist ein bisschen kleiner. Ne? Ja, das ist halt wirklich die Frage, ne? Wie machen wir das? Weil so groß bauen für den kleinen Kaff hier macht halt ja, auch richtig. Sinn. Also wir sollten nicht so absolut, wobei, wenn wir uns die Taverne angucken, dann... Ja, aber die ist ja auch nicht so groß. Aber die ja, Leute aber, trinken viel, ne? Die ist aber... eigentlich nur hoch, oder? Ja. Mal kurz hingehen. Direkt halt. Mal kurz größer als ist. Abmaße anschauen. Ein Schwert, sagst du, oder brauchst du... Ah, ne, du hast eins. Ja, das ist aber kaputt. Also, ein Schlag halt. Boah, Krabs hat sich da einiges vorgenommen, ey. Aber es sieht schon echt geil aus. Ah ja, aber es ist schon recht groß, die Taverne. Schaf. Eigentlich muss ein Bahnhof größer sein als die Taverne. Komm her, du willst einfach nur was Großes bauen, gib's halt jetzt zu. Jetzt gibt's so ein Duell, so, weißt du, dann sieht Krabs den Bahnhof. Baut noch einen Stockwerk drauf. Habt ihr sogar ein Bierschwert gemacht. Die Ressourcen, ja. Ressourcen, genau, Ressource. Ja, die Soße, die ist gerade einkaufen. War im Angebot. Oh Gott, hier ist ja eine riesige Schlucht. Wie bin ich da eben dran vorbeigelaufen? Okay. So. Das ist so witzig, wenn Chigo immer mit ihren angeleinten Tieren durch die Gegend läuft. Was hat sie angeleinte Tiere? Ja, ja, die rennt hier gerade mit zwei Kühen durch die Gegend. Das schwarze Schaf hat jetzt nicht ihr gehört, oder? Nee, das lief, glaube ich, bei uns irgendwo rum, das schwarze Schaf. Ja, das ist nicht mehr. Hab ich das lief. Bis Sachs es gefunden hat. War das okay. Ihr Schaf? Ich würde sagen, wir füllen hier noch auf. Das heißt, ihr braucht ja, eigentlich auch das Fleisch von den Viechern, oder wie? Von den Zombies. Oder sagst du? Kann man auf jeden Fall einen Kompost packen, ganz gut, ja. Kann ich ja noch mehr verkaufen. Aber schneller wachsen tut es da drauf nicht, sagst du, oder? Nö, es braucht halt einfach nur kein Wasser. Braucht halt einfach nur kein Wasser, kein Wasser mehr. Ist schon ein großer Vorteil, Konrad. Hätte ich nicht noch mehr? Ich habe keine Erde mehr. Auch nicht. Verdammt. Neuer Plan. Wir sind fertig. Wir bauen einfach nur Schienen hin. Komm, wir machen erstmal die Eckpfeiler hier, die man ja ganz gut nehmen kann. Hier noch ein bisschen weitergehen vielleicht. Aber ich meine hier, Kompost funktioniert auch gleichzeitig wie Knochenmehl, oder nicht? Ja? Ich glaube ja. Ja, achso, das wächst dann alles schneller? Ja, genau. Natürlich okay. Nice. Hoppala, der sollte da nicht hin. Eine Minute. Schon gleich zu Ende. So schnell vergeht die Zeit, wenn man Spaß hat. Hm. Oh. Oh,
Ich weiß nicht, ob meine Zuschauer jetzt schon ahnen können, was ich hier machen will, aber ich stelle mir das, in meinem Kopf sieht das ziemlich geil aus, aber das ist meistens so. In deinem Kopf sieht es geil aus? Ja, und dann die Realität sieht dann anders aus. Okay. Nein, was ist das denn? Hast du eine Horizontschönheit, oder was? Hier nach hinten können die... Weise sitzen. Ich würde sagen, die Schienen müssen alle in eine Richtung auslaufen. Meinst, achso, hier meinst du dann so gesehen, geht das? Hier so. In die Richtung gehen die Gleise sozusagen. Immer hier sozusagen Gleise und dann auf beiden Seiten Bahnsteig. Gut, ja. Keine Ahnung. 5, 4? Könnten hier dann demnach den Berg in die Richtung noch ein bisschen abtragen, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Und das wäre auch wieder eine gute Fläche, wo wir Erde herbekommen. Wer war? Sachse? Ja, Sachse. Fertig für den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ignoriert den Black Screen. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann. Haut rein. Peace. Tschüss.